Wir haben jetzt hier gerade gestern den letzten Kern rausgeholt. Das war 1305 Meter tief. Wir haben durch einen Opalinuston gebohrt. Das ist etwa 100 Meter dicke Gesteinsschicht, etwa 800 Meter tief. Jetzt sind wir noch mal 400 Meter drunter gegangen, um ganz genau abzuklären, wie gut der Opalinoston geeignet ist und was drüber und drunter liegt. Also der Opalinoston, das ist für einen Geologen nur langweilig. Das ist ein ganz langweiliges Gestein. Da ist seit 173 Millionen Jahren nichts passiert. Das erlaubt uns, für die nächsten Millionen Jahre eine Vorhersage zu machen. Es wird auch dann nichts passieren. Wir müssen ein Problem lösen, ein real existierendes Problem von diesen radioaktiven Abfällen. Wir sind sicher, dass das Tiefenlager die beste Lösung ist. Das ist auch internationaler Konsens. Aber das Tiefenlager an für sich ist Mittel zum Zweck, um ein Problem zu lösen.